Passt nicht zusammen. Passt nicht zusammen. Keine Chance. Also müssen wir das Rohr enger machen. Bitte nicht jetzt mit der Blechschau einschneiden. Funktioniert nicht. Und dann taugt Panzerteilpummer, also da haben wir schon die unmöglichsten Sachen gesehen. Das geht nicht. Das geht viel einfacher. Das nehmt's. Der Spangler hat jetzt da eine Rundsamme. Das mache ich jetzt extra mit dem, weil die wir jetzt eventuell nicht haben. Nehmen wir einfach so eine Spitzzange, ein wenig eine stabilere. Und das muss jetzt ungefähr 5 cm in das Ringwasserklappen reingesteckt werden. Jetzt machen wir da, wie so ein Leckerl vor, machen wir ungefähr bei 3,5 cm so einen Knick. So ein Knick. Und da wieder entgegengesetzt. Dann gehen wir ein wenig runter auf 2 cm, wieder so einen Knick entgegengesetzt. Dann gehen wir wieder auf, auf die 3 cm, dann Knick, wieder oben, Knick, auf, Knick. Halt. So. Versucht jetzt nicht, das nach innen zu zahlen. Das braucht es gar nicht. Das wird durch die Knicks wird das sowieso kleiner. Die brauchen auch gar nicht so stark sein, die Knicks. Sondern gerade ein wenig so einfache Knicks. Das Versetzte ist deswegen, weil wenn ihr es dann ins Rohr einsteckt und habt die Knicks alle auf der gleichen Höhe, dann bringt ihr es wieder nicht ein. Hand die Knick versetzt, geht leichter zum Einschalten. Und so machen wir jetzt das rundum. Das schaut dann, im Endeffekt schaut es dann aus wie so ein Leckerlform. Gibt es ein bisschen mehr, oben, einen auf, einen wieder zurück. Dann wieder ein wenig weiter einfahren, auf, wieder zurück. Wieder nicht so weit einfahren, zurück. Wieder ein wenig weiter. Das geht gar nicht so genau. Es darf so nicht zu weit einfahren, weil dann sieht man den Knick da rum. Wenn er einmal ein kurzer, noch einen kurzen kommt, ist auch wurscht. Das Hauptsache ist trotzdem ein wenig so gleichmäßig einzwängen. Und schon haben wir rundum. Muss ja gar nicht so ausgehen. Und so schaut das dann aus. Und das ist jetzt dadurch kleiner. Jetzt hoffen wir, dass wir das zusammenbringen. Wenn ich jetzt so schaue, jetzt flutscht das ein. Seht ihr es? Man sieht keinen Knick, gar nichts. Abonniert bitte meinen YouTube-Kanal, gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ich bringe demnächst noch andere Videos. Also tschüss, bis zum nächsten Mal, Enker Spangler Franz. Keiner zeigt es euch, aber ich zeige es euch.